haben wir uns halt geküsst. Ich glaube, wir waren sogar kurz davor, miteinander zu schlafen, bla bla. Ist auch gar nicht so wichtig, weil beim Küssen. Yo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Woo! Mit dabei ist heute der einzig wahre und tolle, fantastische, elegante Rough Attack aka Basti GHG. Yeah. Nein, okay, das war falsch. Das war die beste Amoration überhaupt, weil es... Ich bin voll im Mittelpunkt und das ist total geil. Voll im Mittelpunkt. Leute, wenn ihr Bock habt, ja, auf mehr, wer würde eher folgen? Nämlich genau das nehmen wir heute auf. Dann denkt dran, gleich einen Daumen nach oben da zu lassen. Und wenn ihr den Kanal abonniert, könnt ihr kostenlos tun. Dann bekommt ihr auch, wenn ihr die Glocke aktiviert, immer eine Benachrichtigung, wenn ein neues Video online kommt. Also würde ich euch das auf jeden Fall empfehlen. Boah, war das gerade ein krasser Spruch. Ich bin stolz auf mich. Mal kurz auf den Schulter klopfen. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ja, wir spielen heute Wer würde eher? Dem Fall könnt ihr jetzt gleich auch bei manchen Fragen in der Infocard hier oben müsste das sein. Ja, da oben. Gleich abstimmen. Und zwar gibt es dann halt drei Möglichkeiten. Einmal Basti, also Rough Attack, einmal ich und ihr selber, also die Flux Army. Und da könnt ihr gleich mit abstimmen. Wer würde eher? Glaubt ihr, Rough Attack würde das machen? Glaubt ihr, ich würde das machen? Oder glaubt ihr, ihr würdet das machen, beziehungsweise die Flux Army? Ich fange jetzt einfach erstmal gleich mit der ersten Frage an. Oh mein Gott, ich habe schon so geile Fragen, das wird so geil. Wer würde eher seine Haare pink färben? Okay. Oh, das also ist Leute, schwierig. Denkt euch was aus und dann sagen wir in 3, 2, 1, tippt ihr das an und ich sag jetzt natürlich auch in dem Moment, wie Ruff das auch sagt, ich könnte mir auch noch so Schilder machen. Nee, ich mache mir nicht so Schilder, ich sag das einfach. Okay. Okay. 3, 1, ich sag... Oder? Ja? 3, 2, 1, Floex. Hä, sowas von ich? Okay, Leute. Ja, aber ich muss ehrlich sagen, ganz ehrlich, ich würde, wenn ich auf Party bin, würde ich mir auch die Paare wahrscheinlich ja, pink färben. Ja, okay, auf Party. So aber so pink färben, ich würde, ich meine, das schreiben mir auch alle immer rein, dass ich schwul wäre oder so, ich würde mir sowas von alles pink färben. Pass auf, ich brauche noch eine richtig gute Frage. Pass auf. Okay. Wer würde eher Pommes mit Sahne essen? Pommes mit Sahne? Okay, warte, ich muss überlegen. Ja, doch, dabei weiß ich schon genau wem. Mit Sahne. Okay. Ja, doch, ich hab jemand. Okay. Ja, gut. 3, 2, 1, Basti. Flurex! Nein, ich hasse Sahne, ich würde niemals. Ja. Leute, was habt ihr abgestimmt? Hier oben, stimmt mal ab. Was würdet ihr nehmen? Würdet ihr selber, mögt ihr das, Pommes mit Sahne? Dann stimmt für die Flakes an mir ab, also für euch selber. Alter, nein, doch nicht Sahne. Ludwig, schmatzt du, weil du so viel isst? Und ich kann mir 100% sagen, dass du bestimmt das auch isst. Nee, ich hasse Sahne. Ohne Witz, ich hasse Sahne. Leute, mögt ihr Sahne? Schreibt mal in die Kommentare rein. Aber wirklich, Sahne geht bei mir nicht. Ich kann nicht, also Sahne... So zu Kuchen kann ich so ganz kleines bisschen, aber nicht niemals zu Pommes oder sowas. Also ich kann generell Sahne einfach nicht ab. Wer würde eher sich in der Innenstadt zum Affen machen? Okay. Ah. Also stimmt jetzt hier oben ab. Also ich kann nicht alle Fragen mit reinnehmen. Wenn da keine Abstimmung ist, dann konnte ich die Frage leider nicht reinnehmen, weil man kann, glaube ich, nur 5 Fragen oder so, also 5 Abstimmungen reinmachen. Okay, ich habe jemanden. 3, 2, 1, Floex. Basti. Hä, sowas von ich mach mich überall zum Affen, Leute. Ihr müsst... Deswegen verstehen wir uns auch so gut, weil wir vom Charakter fast gleich sind. Eigentlich einfach beide machen sich immer zum Affen. Auf der Gamescom war es auch sehr witzig. Also nächste Gamescom, Leute, wenn ihr den Vlog noch nicht dazu gesehen habt, da war auch Flutastisch Abge und so weiter, auch Rough Attack, mit dem ich gerade rede, wenn ihr euch den noch nicht angeguckt habt, ich verlinke euch den jetzt einfach mal in der Beschreibung. Da war es auf jeden Fall auch witzig, da haben wir rumgebrüllt, die anderen aus dem Mainsucht-Team, ich habe nämlich das ganze Mainsucht-Team oder ganz viele mal aus dem Mainsucht-Team da auch getroffen. Wir haben rumgebrüllt, wir haben Scheiße gebaut, wir haben uns sowas von zum Affen gemacht. Also ja, ich würde schon sagen, dass wir uns mehr als zum Affen machen. Aber Leute, wenn ihr das seid, schreibt mal unten rein, würdet ihr euch zum Affen machen? So, also in der Innenstadt so rumbrüllen oder so. Oh mein Gott. Wer würde eher auf Malle eine Gesangskarriere starten? Oh. 3, 2, 1, Flex. So was von ich, Leute. Ich bin noch ein bisschen krank, Leute, damit war ich ja auch im letzten Video, glaube ich, auch. Und da zumindest, ich nehme das gerade an einem Tag auf, deswegen
merkt man das vielleicht ein bisschen, aber ich würde, also Leute, ich bin, seitdem ich auch so ein bisschen mehr angefangen habe, diese Songs zu hören, ohne Witz, wer sie kennt, von den Elternzuschauern vielleicht oder so, oder von euch auch, wenn ihr die noch nicht kennt, checkt sie auf jeden Fall mal aus, so Malle-Songs oder so, ich würde sowas von, ich sing immer, also wenn irgendein Mindsucht-Teammitglied oder das gerade schaut, ich in den Team-Lounges vom Teamspeak, ich sing immer überall irgendwelche Songs, egal was hier so, was weiß ich. Pass auf, wenn ihr Fluex singen hören wollt, dann werde ich was auf meinen Kanal hochladen, aber nur ein einziges Mal. Und dann zeige ich euch mal ein paar Ausschnitte, wie Fluex singt. Ich schwöre euch, Flo singt wirklich überall und in jedem Teamsing-Channel. Es ist egal, wer drin ist. Er singt immer. Deswegen wusste ich sofort, dass du auf jeden Fall der Sänger bist. Okay, ich habe noch eine gute Frage. Okay, wer würde eher ein Leben lang Schokolade essen? 3, 2, 1, Fluexami. Sowas von ihr, Leute, da draußen. Sowas von, also ich würde auch viel essen, aber nicht ein Leben lang. Das kann ich nicht, so viele Süßigkeiten, immer Schokolade. Also ich esse auch Schokolade gerne. Basti, du isst, glaube ich, gar nicht so viel Süßigkeiten, oder? Ich nicht, nein. Ja, eigentlich gar nicht. Eigentlich höre ich das nie. Also mich hört man eigentlich immer Süßigkeiten essen. Die liegen auch schon wieder so 1000 Dinger rum gerade auf dem Schreibtisch. Aber ich denke, ihr da draußen, ihr isst doch alle Schokolade, ihr Schlingel. Schreibt es unten rein, isst ihr was für Süßigkeiten, esst ihr so? Würde mich auf jeden Fall interessieren. Deswegen, wir können ja sehr viel im Video interagieren, dann lernen wir die Zuschauer ein bisschen kennen. Das heißt, schreibt unbedingt alles unten rein, die Fragen, Antworten und so weiter. Ja. Flo, wer würde er während einem Vorstellungsgespräch pupsen? Die Frage habe ich eben auch gesehen bei offener Seite oder so. Ja. Der, Vorstellungsgespräch pupsen. Okay, das ist jetzt echt schwierig, da muss man sich echt gut überlegen. So, ich weiß schon wen. Okay. Doch, okay. Ist fertig? 3, 2, 1, Basti. Raufattack. Raufattack. Du, sowas dann, du pupst. Also ich würde das niemals, ich könnte das einfach nicht, weißt du? Ich würde vorher aus dem Raum raus, ganz kurz rausgehen und sagen, ich müsste auf Klo, bevor ich da pupsen würde. Ich bin halt schon bei, gerade bei so einem Vorstellungsgespräch, ich wäre schon diszipliniert. Diszipliniert, sagt man das? Ja, keine Ahnung. Diesmal ist was viel Schlimmeres passiert. Freundin, Maria, meine Ex-Freundin, und da ich war noch, ich glaube, in der 7. Klasse oder so, und dann deswegen hab mich jetzt gerade verinnert, und dann haben wir uns halt geküsst. Ich glaube, wir waren sogar kurz davor, miteinander zu schlafen, bla bla. Ist auch gar nicht so wichtig, weil beim Küssen fange ich an, richtig laut zu pupsen. Weil ich konnte es nicht mehr. Du hast gepupst, während du geküsst hast. Ja. Weil, musst du dir halt vor. Und sollst du dir vorstellen, so. Nee, das war richtig so. Ich hab den Titel für das Video, Alter. Oh mein Gott. Wer würde eher beim Küssen pupsen? Das ist halt für mich so durch mit den Löchern, das ist wirklich peinlich. Und ich erzähle das jetzt nur, falls einfach eine lustige Story ist, ja. Du hast Wie hat die reagiert? Pass auf, wir wollten danach, also ich weiß nicht mal genau, wie das war, aber wir wollten auf jeden Fall, glaube ich, miteinander schlafen, bla bla. Und er hat dann angefangen zu lachen, meinte, das ist nicht schlimm und so. Und meine beste Freundin kam dann, weil wir noch ein bisschen rausgehen wollten. Und natürlich hat meine Freundin das vielleicht ihr erzählt und wussten es alle. Ich kam in die Schule und alle so, haben alle so gemacht immer. Und haben damit aufgezogen. Das war. Ja. Ja, geil. Aber die Freundin würde ich auf jeden Fall erstmal. Das wäre ja nicht mehr meine Freundin, wenn die das jedem erzählen würde. Richtige Dings. Ja. Aber was soll man machen? Also, du musst vorstellen, ich lag da wirklich. Und ich habe mir dabei nichts gedacht. Also, ich habe nicht mehr gedacht, jetzt pupse ich, sondern ich habe einfach. Das ging einfach automatisch. Einfach gepupst. Ja, Leute, zum Abschluss noch eine Frage. Die würde mich nämlich echt interessieren, oder beziehungsweise da weiß ich eigentlich schon die Antwort, aber wer würde eher sich eine Glatze rasieren? 3, 2, 1, Basti. Ne! Als ob du. Du hast doch schon kaum Haare.
Hä, ich habe immer Riesenhaare. Leute, ich blende euch mal ein paar Bilder ein. Ich hoffe, ich finde welche, wo ich mal, oder auf meinen Thumbnails oder so habe ich auch ein paar Bilder drauf, wo ich so richtig viele Haare habe auf dem Kopf. Ich habe immer richtig viel auf Kopf auf meinen. Ich gehe so selten zum Friseur. Also jetzt gerade sind die jetzt wieder kurz, Leute. Aber, ja. Hä, und du hast doch fast kein bisschen Haare auf dem Kopf. Och. Oh. Ja, ich gehe jetzt Ich schick dir gleich ein Bild. Hä, hast du gerade. Ich geh mal auf dein Dings. Ah, da hast du eine Mütze auf. Auf deinem WhatsApp-Profilbild. Könntet ihr euch vorstellen, euch eine Glatze rasieren zu müssen? Also wirklich einfach komplett ab? Ich kann mir das nicht vorstellen. Weißt du, ich greife mir auf den Kopf und da ist keine Haare. Also das wäre echt die schlimmste Bestrafung für mich. Das wäre eine YouTube-Bestrafung. Das wäre so ein, das würde ich beim richtig krassen Battle machen. Das wäre so eine schlimme, weil ich kann mir das einfach nicht vorstellen, so Haare ab und so. Also ich weiß nicht, bei mir ist es so, ich würde mir eine Glatze schneiden, aber dann wirklich nur in Momenten, wo ich dann sage, warum nicht so? So, wenn ich eine Wette verloren habe oder so. Aber so würde ich mir keine Glatze schneiden, weil ich glaube, das passt einfach nicht vom Typ zu mir. So. Mhm. Eine Glatze. Genau. Weiß nicht. Ah. Aber ich würde eher sagen, du hast doch gar nicht so viele Haare, aber ich würde eher dir sagen, du machst dir eine Glatze, bevor ich mir eine Glatze mache. Definitiv, Leute. Schreibt mal rein, würdet ihr euch eine Glatze machen? Und wenn euch das Video gefallen hat, dann denkt dran, einen Daumen nach oben dazu lassen und den Channel zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um eine Benachrichtigung zu bekommen. Schreibt mir bitte mal rein, was wir hier noch ändern sollen an diesem Format oder ob wir öfter, wer würde eher machen würden. Schreibt auch gerne, wer würde eher Fragen rein, die kann ich dann auch gerne mal beantworten oder in dem nächsten Video. Und jetzt wünsche ich euch noch einen super tollen Tag. Haut rein, schaut auf jeden Fall bei Rough Attack mal vorbei oder so. Er will bald auch Videos machen, dann machen wir ein bisschen mehr zusammen, dann sage ich das auch nochmal. Aber sonst, wenn ihr jetzt schon abonnieren wollt, schaut auf jeden Fall mal rein und haut rein, Leute. Ciao, ciao. Ciao, ciao.